Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, ihr seht schon, hier hat sich schon wieder fleißig was angesammelt. Und natürlich, damit wir es noch ein bisschen hinauszögern können, bekommen wir jetzt nochmal so einen goldenen Busch. Grundsätzlich ist das natürlich gut, damit man mehr einsammeln kann. Aber wenn man gerade die Aufnahme gestartet hat und sich denkt, Mist, jetzt hast du doch vergessen, dass du noch nicht abgeerntet hast, dann ist das unter Umständen vielleicht schon mal etwas hinderlich. Ja, wir wollen, ach, jetzt geht es ja auch noch weiter. Wir wollen uns heute eigentlich, wenn wir denn hier gleich durch sind, um Rapunzel kümmern. Die hat noch eine Quest für uns. Da hatte ich mich ja vertan, weil wir ja letztes Mal die Level 5er Quest gemacht haben. Und wir haben jetzt noch die Level 7er Quest übrig. Und ich sehe schon, Eve steht hier auch schon in den Startlöchern und möchte auch endlich mal ihre Quest gemacht haben. Es tut mir leid, Eve, aber das werden wir nicht in dieser Folge machen. Oh, oh, die bewegt sich gerade, glaube ich. Oder? Nee, sie ist noch drin. Das kam mir jetzt gerade ein bisschen komisch vor. Rapunzel, da hinten. Kann ich mit dir reden, Gameplayerin? Es geht um Mutter. Was hat sie jetzt getan? Oh. Heute Morgen kam sie in den Turm und bat mich, für sie zu singen. Hm? Ich weiß nicht, wie ich ihr helfen soll. Jetzt, da ich weiß, dass sie mich wieder angelogen hat. Diesmal über das Tal. Und sie hat mich vor den Dorfbewohnern versteckt. Für sie singen. Ihr mit einem magischen Hahn zu helfen. Es fühlt sich seltsam an. Du hast das Gefühl, dass sie dich ausnutzt. Ja, das tut sie ja auch, ne? Ah. Ja, ich habe sie kaum gesehen und sie taucht ausgerechnet dann wieder auf, wenn sie mich braucht. Ah. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Was wäre, wenn Mutter Gothel deine Magie nicht bräuchte? Wenn du nicht für sie singen müsstest? Ah. Oh, das wäre gut, denke ich. Unsere Besuche würden sicherlich anders sein. Ich bin an der Sache dran. Wirklich? Was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Ja, wenn ich das wüsste. Ich denke mal, dass wir zu Merlin gehen müssen. Das Wichtigste zuerst. Weißt du, woher du deine Magie hast? Oh. Nein. Mutter hat gesagt, dass es etwas ist, womit ich geboren wurde. Aber sie hat mir gegenüber nicht immer die Wahrheit gesagt. Vielleicht kannst du sie fragen? Gute Idee. Keine Sorge, Rapunzel. Egal, ob du mit deiner Magie geboren wurdest oder ob du sie von woanders bekommst. Ich werde einen Weg finden. Ich unterhalte mich so gern mit dir. Okay, Mutter Gothel ist aber, glaube ich, nicht hier. Wobei sie eventuell kommen könnte, jetzt wo das hier getriggert ist. Ah, gerade noch von gesprochen. Wunderbar, dann laufe ich ihr doch mal entgegen. Die Morgenflut ruft nach mir. Das ist schön, dann stürzt dich in die Fluten. Also nicht im negativen Sinne jetzt. Nein, nicht abhauen. Ich wollte dir doch nur einen Weg frei machen. Bleib doch mal stehen. Wieso hat das so lange gedauert? Mutter Gothel, Spaß. Ich muss mit dir über Rapunzel sprechen. Oh, was hat mein kostbares Blümchen denn heute vor? Bricht sie noch mehr Regeln und zerbricht mein Herz? Ich habe gehört, dass du sie zum Singen gebracht hast. Gebracht? Bitte. Du kannst sie auf der Insel herumlaufen sehen. Ich kann sie nicht mehr zwingen, irgendetwas zu tun. Sie war froh, mir ihre Stimme zur Verfügung zu stellen. Sie schien nicht glücklich darüber zu sein. Oh, hat sie ein bisschen geschmollt? Ignoriere das. Du kennst Rapunzel einfach nicht so gut wie ich. Du hast recht, du kennst sie am besten. Also, woher kommt ihre Magie? Wer weiß, es ist ja schließlich Magie. Ich versuche einen Weg zu finden, Rapunzels Magie zu nutzen, damit sie nicht für dich singen muss, wenn sie nicht will. Was für eine geniale Idee! Ich kann nicht glauben, dass ich nie daran gedacht habe. Ach ja, stimmt ja, habe ich. Ich habe jahrelang nach Antworten gesucht. Du weißt, wie sehr ich die Unabhängigkeit lieben würde. Für Rapunzel. Dann lass uns doch zusammenarbeiten. Warum sollte ich meine wertvolle Energie für eine Aufgabe verschwenden, von der ich weiß, dass sie nichts bringt? Dann lass es mich für dich tun.
Oh, na gut. Rapunzels Magie stammt von einer seltenen Blume namens Sonnentropfenblume. Wenn ich meine Sanduhr benutze, kann ich vielleicht ein paar Blütenblätter finden. Wo soll ich suchen? Ich dachte gerade, sie spricht so. Da du so ehrgeizig bist, nimm das hier. Es ist eine Karte, die ich von den Orten gemacht habe, an denen die Sonnentropfenblumen wuchsen, bevor sie vertrockneten und ihre Blütenblätter im Wind verstreut wurden. Wenn du welche findest, was du nicht tun wirst, bring die Blütenblätter zu jemandem, der sich mit Magie auskennt. Vielleicht weiß diese Person, was zu tun ist. Finde die Sonnentropfenblüten mit der Karte und der Sanduhr und bringe sie zu jemandem, der Magie beherrscht. Verstanden? Die Frage ist jetzt, ist das Merlin oder ist das eventuell... Achso, untersuche die Karte. Oder ist das eventuell sogar hier unsere Meereshexe Ursula? Okay, Moment. Wenn ich das jetzt richtig sehe... Oh Gott. Ich glaube, ich mache mir da mal lieber ein Foto von, damit ich nicht hier die ganze Zeit immer alles auf und zu machen muss. So. Also, wir haben einmal... Ich denke, das ist unten an den Docks. Schweinchen, warum läufst du da in der Ecke rum? Ah, in der Tat, ein schöner Tag. Ja, genau. Moment, die Dings brauche ich auch hier. Die, nicht die Uhr, was ist denn das? Der Stab? Keine Ahnung. Was hat sie denn darüber gesagt? Moment, das sind die Docks. Also müsste das eigentlich irgendwo hier sein. Das ist zu weit weg. Nee, das ist zu weit weg. Es müsste eigentlich genau hier unten in der Ecke sein, aber... Da will der mich nicht hin... Also nicht aufsammeln lassen. Der will immer, dass ich woanders hingehe. Oder die müssen nicht genau da sein, wo sie waren, sondern die müssen nur quasi... Aufgabe. In dem Bereich sein. Das kann natürlich auch sein. Moment, da wir aber gerade schon mal hier sind, angle ich mir mal eben die goldene Stelle, weil das dauert immer so lange, bis die goldenen Stellen wiederkommen. Das ist grausam. Das haben wir jetzt in der letzten Folge, glaube ich, wieder gemerkt, dass man die Sachen dann doch irgendwann wieder braucht. Oh, hier ist auch noch eine Kiste. Sehr schön. Die müssen wir natürlich mitnehmen. So. Meine Schönheit wird hier ewig. Ja, daran arbeiten wir gerade. Es geht wieder komplett in eine andere Richtung hier. Urlaub. Ah, in der Tat, ein schöner Tag. Hier gibt's keine Schätze mehr. Oder meinen die doch hier am Aussichtspunkt? Aber das sieht so aus, als ob das hier unten ist. Aber das hier... Also müsste das quasi hier am Aussichtspunkt sein, wo das der steht. Ah, okay. Also hier ist auf jeden Fall schon mal der erste Punkt. Dann muss ich wahrscheinlich hier rechts. Hier. Unterhalb vom Hain. Da müsste das theoretisch sein. Moment, kann man nicht auch... Nee, ich kann keine Markierung einfach so machen. Das finde ich auch ein bisschen doof. Oh, Moment. Wir haben wieder eine goldene Stelle. Das nutzen wir doch direkt mal kurz aus. Also es tut mir leid, aber
Wie gesagt, das dauert so lange, bis das wiederkommt. Und da ich nicht weiß, wie oft ich jetzt heute noch ins Spiel reingehen kann, weil ich eigentlich noch andere Sachen aufnehmen wollte. Ich kann es kaum erwarten, einfach alles zu erkunden. Ich wollte nur die Quest von Rapunzel nochmal eben aufnehmen vorher, damit ich die dann auch leveln kann heute. Ist hier auch noch was Goldenes? Nee, ne? Moment, wo sind wir jetzt hier? Da. Das heißt da oben. Und ungefähr da. Schnappen wir uns das Teil auch noch. So. Boah, jetzt komme ich einem Busch nicht vorbei. Okay, das war es definitiv nicht. Stehe ich denn hier richtig? Nee, ich muss mehr in die Ecke. Och. Ich verstehe nicht, warum die Büsche so programmiert sind, dass man da nicht durchlaufen kann. Also ich verstehe das natürlich mit den Hitboxen und so weiter und dass das halt blockiert ist, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum das so gemacht ist. Weil ich meine, es ist ein Busch, ne? Okay, jetzt will der mich auf die andere Seite führen. Yes, da ist noch eins. Jetzt komme ich hier wieder nicht mehr raus. So. Dann irgendwo hier in den Dünen. Tja, ich kann dieses Bild hier jetzt nicht so richtig entziffern. Ich denke mal, das wird diese Treppe sein, die eingezeichnet ist. Also entweder hier in der Oase oder hier in den Dünen müsste das sein. Also ich fange mal... Oh nein. Jetzt war da nicht ernsthaft noch eins, was ich hätte nehmen können. Na toll. Ich sammle mal eben die Dinger hier ein und dann fange ich mal vorne in der Ecke an, wo, ja, ich sag mal, dieser Wasserfall bzw. Sandfall da ist. Ich bin mir halt nicht sicher. Die Zeichnung ist halt sehr, sehr ungenau. Ich würde jetzt eher sagen, dass das in der Oase unten ist. Ist das Oase hier? Ja, ich meine Oase heißt das. Nur, ich bin mir halt nicht sicher. Ja, der führt mich nach hier oben. Das war es auf jeden Fall nicht. Moment, hier habe ich noch was zum Wegmachen. Na, wo führst du mich hin? Ah, das ist überhaupt nicht da, wo ich hin will. Dann probieren wir es mal eben hier in der Oase. Ob ich recht habe und das tatsächlich hier ist. Oh, Leute. Also wenn man einmal am Tag wiederkommt, das ist schon heftig, was man hier alles einsammeln kann. Was ich natürlich sehr positiv finde, ne? Also es hört sich vielleicht jetzt so an, als ob ich jetzt sage, oh mein Gott, das könnt ihr doch nicht machen. So viel kann ich doch nicht hier einsammeln. Ich meine, ist jetzt wirklich ein bisschen viel so vor laufender Kamera natürlich. Aber was soll ich machen? Ich meine, ich brauche halt die Sandpunkte unter Umständen. Wenn wieder neue Leute hier einziehen, brauche ich die auch. Ach, gestern, glaube ich, war das, ist ein Trailer rausgekommen, dass, ja, ich habe diesen komischen Schatten jetzt nicht ganz erkannt. Ich weiß nicht, was das sein soll. Sah ein bisschen creepy aus irgendwie. Aber irgendwas Gruseliges kommt auf jeden Fall demnächst wohl nach, wie heißt das jetzt, nach Rift in Time. Und da bin ich dann auch schon gespannt, wie der dann in Wirklichkeit aussehen wird. Weil ich denke mal nicht, dass das nur dieser Schatten sein wird. Also hoffe ich zumindest nicht. Weil, wie gesagt, der sieht ziemlich creepy irgendwie aus. Sah so ein bisschen aus, als wäre das... Der sieht immer noch schön aus. So richtig flauschig. Da würde ich am liebsten erstmal drauf rumkrabbeln. so war das jetzt hier? Ich glaube, hier war das, wo ich gucken wollte. Ja, wie gesagt, das sah so ein bisschen aus auf dem Trailer wie ja, eine Ursprungsform von Mickey Mouse oder sowas. Wieso ist das so hoch? Hä?
Weil das da oben ist, oder was? Ja, super, dann komme ich hier ja gar nicht weiter. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass das hier unten ist. Da jetzt hier die Kante ist, das könnte auch hier unten sein. Oh, ich hasse sowas, wenn man dann erstmal stundenlang suchen muss und das nicht findet. Weil es einfach, muss man ganz ehrlich sagen, nee, hier ist gar nichts mehr, hä? Muss man ehrlich sagen, sehr ungenau ist, wollte ich eigentlich sagen. In dem ganzen Gebiet jetzt hier ist gar nichts mehr. Ja, dann kann das eigentlich nur in der Oase sein. Eieiei. Ich merke schon, wir werden noch ein bisschen länger brauchen, um das hier zu finden. Wieso ist jetzt plötzlich hier unten was? Und wieso hat er eben noch angezeigt, dass es oben? Ich glaube, hier oben sollte das eigentlich... Also laut Karte zumindest sollte das nicht hier oben sein. Aber es ist hier oben. Ja, kein Thema. Also hier, ne, da ist der nächste Punkt bei die Oase unter dem Wort Oase. Dann müsste rein theoretisch der letzte Punkt irgendwo hier oben sein. In der Ödnis. Also ich kann das jetzt so schnell sagen, weil ich jetzt die Karte vor mir liegen habe. Wie gesagt, ich habe mir da eben ein Foto von gemacht, damit ich jetzt nicht die ganze Zeit hin und her schalten muss. Stimmt, ich habe vergessen, dass ich eigentlich noch was essen wollte. So, machen wir jetzt erstmal die Sanddinger hier weg. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz. Also so viel ist es jetzt nicht, aber... Das geht nach unten. Okay, laut dem Ding, soll das hier direkt in der Ecke aber eigentlich sein? Ha, perfekt. So, bitte um magische Hilfe von Merlin und Ursula oder Merlin oder Ursula. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich gehe jetzt erstmal zu Merlin. Wo ist denn Merlin? Da. Ursula ist ja auch ganz toll. Die kennt sich ja auch sehr mit solchen Sachen aus. Aber naja, sind wir mal ehrlich, ne? Wir wollen vielleicht nicht unbedingt Ursula fragen. Da ist Merlin. Bleib mal stehen. Das ist dein Traum, weißt du? Nur du kannst helfen. Ja, mein Traum ist es vielleicht zu helfen, aber mein Traum ist es nicht hier, ne, das zu machen. Hi Merlin, weißt du etwas über Zeitmagie? Ich fürchte, da musst du schon etwas genauer sein. Zeitreisen, die Zeit einfrieren, die Zeit verfliegen lassen. Nun, nein, eine Art Zeitzauber mit Sonnentropfenblüten, die Mutter Gutel helfen könnten, ihre Jugend zu bewahren. Nein, da bin ich ratlos. Die Bewahrung der Jugend ist kein Studienfach, mit dem ich mich beschäftigt habe. Sieh dir doch mal mein Bart an. Naja gut, wenn er jetzt 300 Jahre alt ist, sieht er trotzdem jung aus, ne? Also man weiß es ja nicht. Ich dachte, der Bart... Es wäre der Bart eines Kostüms. Das ist ein beeindruckender Bart. Nun, ich bin ziemlich stolz darauf, weißt du? Ich fürchte, ich habe momentan nicht das Wissen, um dir oder Mutter Gutel zu helfen, das Alter aufzuhalten, Gameplayerin. Vielleicht solltest du dir jemanden suchen, dessen magische Fähigkeiten eher im Bereich der Eitelkeit liegen. Und jetzt hinfort mit dir. Ja. Es gibt viel zu tun, viel. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Wo ist sie denn? Sie ist da oben. Jetzt hau mir bloß nicht ab. Gerade Ursula. Oder besser gesagt, gerade alle mit... Na gut, sie hat jetzt keinen Fischschwanz. Sie ist ja so ein Oktopus. Aber alle, die irgendwie im Wasser leben, die sind immer alle so schnell abgehauen, sobald ich da hingegangen bin. Ursula, Sitz, Platz, Fuß. Sitz, Platz, Fuß, genau. Ah, da bist du ja.
Hi Ursula, ich habe ein paar Sonnentropfenblüten gefunden. Kannst du ein Armband des ewigen Sonnentropfens für Mutter Gutel herstellen? Ich hatte ja keine Ahnung, dass du jetzt Gotels kleine Laufburschin bist, Gameplayerin. Ich helfe Rapunzel. Was hat das blonde Stück Seegras mit der Sache zu tun? Naja, sie will Mutter Gotel helfen, also helfe ich ihr bei der Suche. Das ist alles. Ich verstehe. Sag mir einfach, was wir noch brauchen, um das Armband zu machen. Da du die Blüten hast, sollte es einfach sein. Traumscherben, Endlossteine, oh ja, die habe ich nicht eingesammelt, die das Licht der Vergangenheit einfangen, ein paar Skelettfische und natürlich meine Bezahlung. Was willst du? Oh. Rapunzels Geheimnis. Die dürre Gestalt hat etwas Besonderes an sich und Gotel will mir nicht sagen, was es ist. Rapunzel ist eine Marionette, die durch Magie zum Leben erweckt wurde. Ja, und dann wird ihre Nase immer weiter wachsen. Du bist nur misstrauisch, es gibt kein Geheimnis. Das kaufe ich dir keine Sekunde ab, Schätzchen. Denkst du, du kannst mir die Wahrheit vorenthalten? Nein, aber ich musste es versuchen. Wenn du nicht bezahlen willst, dann geh. Keine Bezahlung, kein Armband. Weißt du was? Ich habe jetzt die Liste der Zutaten. Ich wette, ich kann es selbst machen. Wir fühlen uns wie ein ganz großer Fisch, was? Denk daran, dass Gotel wütend sein wird, wenn du auch nur einen kleinen Fehler machst. Dann sollte ich wohl besser aufpassen, dass ich es richtig mache. Danke, Ursula. Absolut nicht gern geschehen. Auf Wiedersehen, Liebes. Mhm. So, warum laufe ich hier eigentlich? Endlosstein. Ich weiß ehrlich gesagt... Achso, doch. Ich weiß, glaube ich, wieder, wie ich den kriege. Und zwar... Also, wo ich den kriege, war mir schon klar, weil den habe ich nämlich als allerletztes quasi entdeckt. Nur wie, das war mir nicht mehr ganz klar. Wir machen jetzt mal alles hier kaputt. Ich weiß, ich habe noch welche, aber dann sind die halt auch direkt wieder weg. Das ist mein Problem. Deswegen gucken wir jetzt mal eben, was wir hier noch so machen können. Und dann müssen wir die Reste, wenn es ganz, ganz blöd kommt, alle drei, vorausgesetzt, ich habe überhaupt so viele, müssen wir dann hier... aufstocken quasi, aus dem, was ich noch habe. Ich befürchte allerdings... Ach nee, Moment. Ich gucke trotzdem hier nochmal. Aber ich glaube, das war auch gar nicht hier unten, sondern das war nur oberhalb der Treppe mit dem Endlosstein. Weil wir hatten das nämlich damals hier freigelegt. Ja, im Moment habe ich keine Eve. Wir hatten das nämlich freigelegt und da hatte ich den Endlosstein immer noch nicht. Und ich meine, der kam erst raus... wenn ich hier oben was gemacht hatte. Also, als ich das freigelegt hatte. Ist aber wieder nichts drin. Oh, ich krieg die Krise. Ich weiß nämlich absolut nicht, ob ich überhaupt drei Stück habe. Das war auch ganz blöd, das weiß ich noch. Ob der nur aus einem Stein rauskam oder so. Ah, hier ist einer. Oh. Aber wir brauchen halt drei, ne? Das ist halt das Problem. Nee, hä? Das war kein Endlosstein? Warte, was? Oh, mach schon. Hä? Nein, das war ein glänzender Endlosstein, den ich davor bekomme. Ihr wollt mich doch jetzt wirklich... Oh. Aber gut, sehr, sehr gut. Wir haben auf jeden Fall alle drei jetzt hiervon bekommen. Oh, ich habe schon gedacht, hier oben ist kein Sand mehr. Nee. Okay, da müssen wir allerdings, habe ich gerade gesehen, das Inventar mal ein bisschen freier machen. Also ich werde jetzt hier keine Stunde stehen und das jetzt freier machen. Ich gucke nur kurz, dass ich zumindest so die Edelsteinsachen hier mal eben rausmache, weil die machen ja auch schon mal einiges aus. Den können wir... Ach so...
Das sind doch die einzigen, die ich bisher mal bekommen habe. Die kleinen habe ich gar nicht bekommen, sehe ich gerade. Oh, da habe ich aber richtig Glück gehabt dann. Hm. Okay. So, dann die Sachen, die wir ausgebuddelt haben. Eine Kopie von Auguste Guston. Ja, das Problem ist, ich würde die Sachen ja gerne verschenken, aber ich habe irgendwo mal gesehen, dass ich die auch zum Bauen brauche. Deswegen sammle ich die alle hier. So, jetzt habe ich zumindest ein paar Plätze wieder frei. Nichts mehr, was ich hier reintun kann. Achso, wo ist Rapunzel denn überhaupt? Nee, Moment, muss ich jetzt zu Rapunzel? Nee, stelle Armband her. Ach, ich rede auch wieder Quatsch heute. So, mach das mal weg, damit man hier mal wieder vernünftig ran kann. Ich hoffe, dass ich das, obwohl, nee, das ist wahrscheinlich auf dem, das, nee, doch. Das ist hier. Traumscherben brauche ich dafür. Skelett, 8 Skelettfische. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Wisst ihr, wie lange ich hier gebraucht habe, um die 13 zu holen? Oh, immer wenn man irgendwas gerade so ein bisschen gefarmt hat und denkt, naja, es ist noch nicht viel, aber wenigstens habe ich ein paar. Dann kommt eine Aufgabe und klatsch, fast alles ist wieder weg. Oh, ich... Ja, da kriege ich die Krise. Jetzt muss ich wieder so lange neue sammeln. Mann. Ach, da hinten. Ich wollte gerade schon sagen, sie ist schon wieder weg. Hallo, hier drüben. Ich habe ein neues Abenteuer für uns. Ja, wir müssen erstmal das hier beenden. Oh, es ist so schön. Ist das Deine Freiheit von Mutter Gothel. Solange sie das trägt, braucht sie dich nicht mehr, um für sie zu singen. Oh. Ich kann nicht glauben, dass du es wirklich getan hast. Ich danke dir so sehr. Wirst du es ihr gleich geben? Nein, weil du es tun wirst. Ich werde bei dir sein. Du solltest ihr deine Meinung sagen. Ja, es wird alles gut werden. Du solltest dir deine Meinung sagen. Ja, doch. Nicht der Sandversion, diesmal der echten. Mm. Da hast du recht. Gehen wir sie suchen. Wir sehen uns bald. Ja, wir sehen uns hoffentlich immer noch. Du hast ja gesagt, wir sollen sie suchen gehen. Oh, hier ist alles voll. Da muss ich gleich auch nochmal einen Abstecher machen. Da hinten war auch noch eine Truhe. Ach, da ist sie. Wie die angerannt kommt, ne? Was ist das? Ein charmantes Armband des ewigen Sonnentropfens? Wie bezaubernd. Vielen Dank, meine Liebe. Du kannst gehen. Mutter, ich habe nachgedacht. Du denkst, jemand, der so hübsch ist wie ich, braucht keinen Charme? Erzähl mir mehr, Schätzchen. Ich möchte sagen, dass ich nicht... Kannst du nicht glauben, dass ich dir verziehen habe, dass du all meine Regeln gebrochen und mein Vertrauen missbraucht hast? Das ist es nicht. Ich will nicht... Sprich lauter, Rapunzel. Hör mit dem Gebrabbel auf. Ich kann es nicht leiden, wenn du brabbelst. Ich will dich nicht mehr sehen. Es sei denn... Es hat nichts mit meiner Magie zu tun. Oh, was sind wir nicht unabhängig? Nun gut. Geh und hab deinen Spaß. Aber du wirst noch früh genug weinen zu deiner Mutter kommen. Ich muss unbedingt mit dir reden. Jeder erzählt dir, dass ich hier die Böse bin. Du bist eine der Bösen, ja? Ich habe es geschafft. Mein Herz schlägt wie wild. Ich bin so stolz auf dich. Achso, ja. Ich bin auch stolz auf mich. Ich kann nicht glauben, dass ich es wirklich geschafft habe. Oh. Ich will feiern. Lass uns ein besonderes Lagerfeuer machen, Gameplayerin. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich völlig frei bin. Und ich will etwas tun, was Mutter mir genommen hat. Ja, natürlich. Ich kann einen Zeltplatz einrichten. Das wird so viel Spaß machen. Holen wir uns ein paar lila Stühle, ein paar Lichter und vielleicht ein paar rustikale Dekorationen. Ich bin so aufgeregt. Ich bin frei. Oh, das hätte ich fast vergessen.
Ich habe diese gemütliche Feuerstelle gefunden, weil ich wusste, dass ich ein Lagerfeuer möchte. Hier, nimm sie. Oh, wir werden so viel Spaß haben. Bye, bye. Okay. Richte einen Zeltplatz im wilden Dschungel ein. Also irgendwo hier. Ja, eigentlich müssten wir das dann aber bei ihr in der Nähe machen, oder? Ich meine, wenn das schon ihre Aufgabe war, finde ich, dann soll sie auch die Ehre haben, dass wir das bei ihr in der Nähe machen. Ich habe gerade irgendwie den Überblick verloren. Moment, ich laufe in die falsche Richtung. Ne? Du machst das sehr gut. Ja, ich mache das so gut, dass ich gerade in die falsche Richtung laufe. Moment, da geht's hoch. Ah ja, doch. Doch, doch. Das war diese blöde Ecke, wo ich ständig hängen bleibe. Und da ist der Turm. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie groß muss dieser Zeltplatz sein? Ich werde mal das hier wegmachen. So. Und wir machen eine Feuerstelle hier hin. Zack. Sie hätte gesagt, 7 lila Stühle, oder? Sprich mit Dagobert. Fackeln. Moment, da muss ich jetzt nochmal eben gucken. Nee, 2 lila Sitzmöbel. Oh, 4 Beleuchtung. Ich weiß nicht, was rustikal ist. Wahrscheinlich dann das Lagerfeuer. Also, 2 lila Sitzmöbel und 4 Beleuchtungen. So, 2 lila Sitzmöbel und 4 Beleuchtungen. Können wir direkt die hier nehmen. Zack. Es sieht mega bescheuert aus. Ich weiß. Aber Hauptsache, die Quest ist durch. Ach so, und noch 2 rustikale, genau. Die hätte ich jetzt fast vergessen. 2 rustikale. Nehmen wir ein Grammophon und das ist auch rustikal. So. Das sieht total bescheuert aus, aber egal. Sprich mit Rapunzel. Wo ist die denn jetzt schon wieder hin? Die ist schon wieder abgehauen. Na toll. Dann mache ich in der Zwischenzeit mal eben ein Bild, bevor Mutter Gothel hier ankommt. Moment, kann man das auch so? Och, da guckt Schweini zumindest. Oder Schweinchen. Guckt zumindest süß. Okay, gut. Dann haben wir sowas wie ein Coverbild. Achso, jetzt laufe ich einfach in die Richtung. Weiß gar nicht, wo sie ist. Moment. Da. Steht die schon wieder da hinten in der Ecke? Ist das so ihr Startgebiet, wo sie dann losrennt? Oder? Ich muss unbedingt mit dir reden. Du bist fertig? Prima, ich treffe dich auf dem Zeltplatz. Willst du mich verarschen? Auf Wiedersehen. Die will mich doch veräppeln. Jetzt bin ich hier extra nach hier geportet, weil die ja nicht drüben war. Und jetzt rennt die mit mir den ganzen Weg wieder zurück. Super. Rapunzel, du bist einmalig, ehrlich. Ich folge dir jetzt aber, weil ich weiß nicht, ich glaube, porten kann ich eh nicht so schnell dahin. Also mit anderen Worten, das wäre sowieso ein etwas längerer Weg. Da kann ich auch fast schon zu Fuß gehen. So, ich habe einen wunderbaren Zeltplatz gemacht, Rapunzel. Du wirst begeistert sein. Komm, sag es mir. Sieht scheiße aus, oder? Ah, das sieht noch besser aus, als ich es mir vorgestellt habe. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Ich liebe es. Ich will für dich singen, Gameplayerin. Mutter hat mir immer das Gefühl gegeben, dass es eine Pflicht ist, für andere zu singen. Dank dir kann ich es jetzt einfach tun, weil ich es will. Du hast mich sogar dazu inspiriert, dieses Lied zu schreiben. Oh. Oh Gott. Ich jetzt gerade mit meinem Hals. ich muss mal gerade... Blume leuchtet schön, diese Welt ist mein... Jetzt ist mein Herz rein. Also Blume leuchtet schön. Das ist auf jeden Fall aus dem Originallied. Diese Welt ist mein.
Kann sein, dass das auch da drauf ist. Und dann, jetzt ist mein Herz rein. Bin ich mir nicht so sicher. Achso, jetzt ist mein Herz rein. Ich wurde befreit, ich bin nicht allein. Hier ist das Schicksal mein. Naja, gut. Okay. Das ist auf jeden Fall was Neues. Ewig. Was setzt du dich denn jetzt hier hin, Mutter Gotel? So geht das aber nicht. Das Schicksal mein. Ich unterhalte mich so gern mit dir. Ja, das ist doch schön. Blöd ist jetzt, dass ich eigentlich noch mal ein Bild machen wollte mit Rapunzel dabei. Ja, das sieht doch gut aus. Ich wollte zwar eigentlich ein Bild machen, wo wir ja alle so stehen, aber so geht's auch. Ja, das sieht natürlich toll aus. So, Moment. Mit Schweini. Kannst du mal, Mutter Gutel, kannst du noch mal in die Kamera gucken? Hallo? Rapunzel auch? Rapunzel möchte lieber jemand anderen begrüßen. Ich bin wieder die Einzige, die hier allzeit bereit ist, um ein Bild zu machen. Vorstellung, welcher Zauber sich hier kontrollieren ließe. Okay, wir lassen es einfach. Ich meine, wenn ihr dieses Video seht, dann seht ihr ja schon, was ich genommen habe. Ich denke mal, ich werde das in Großaufnahme nehmen, wo wir einfach alle drauf sind und dann die Möbel im Hintergrund oder so. Ich weiß es nicht so genau. Ja, Rapunzel hat auf jeden Fall jetzt erstmal keine neue Aufgabe für mich. Ich muss jetzt das... Ja, doch, klar. Ich muss jetzt das 10. Level erreichen. Das heißt, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen werden. Und ich hoffe inständig, dass ich es bis morgen oder so schaffe, dann noch entsprechend zu leveln. Und dass ich dann weitermachen kann mit Rapunzel, weil das würde ich schon gerne als erstes komplett beendet haben. Ich gucke jetzt gerade, genau, und danach würde ich dann gerne mit Eve anfangen. Weil die ja auch hier auf der Insel ist und weil ich die eh noch leveln muss, dann würde ich davon schon mal die erste Quest machen. Und ja, dann muss ich mal gucken, ob ich das dann schaffe, zwischendurch immer zu leveln. Oder wenn ich es nicht schaffe, dann müssen wir noch mal bei diesen Matroschka-Puppen, heißen sie, glaube ich, schauen. Und ja, dann werden wir mal gucken, ob wir da was finden im Wald und... Ich bin wirklich schon gespannt. Und wir müssen ja auch noch hier die Monster-AG komplett machen. Also wir haben auf jeden Fall noch genug zu tun, aber drückt mir die Daumen, dass ich bis zur nächsten Folge Rapunzel leveln konnte, dass sie auf Level 10 kommt. Weil von Level 7 auf Level 10 ist immer so ein Schritt, da muss ich zweimal komplett durch meine ganzen Dinger durchgehen und ja, also durch die Kürbisfelder durchgehen. Und das dauert natürlich dann auch entsprechend, bis die dann wieder neu gekommen sind. Und weil man muss die zwischendurch nochmal gießen. Und dann irgendwann sind sie wieder reif. Und dann brauche ich aber wieder ein halbes Feld von einem großen, damit sie dann auch wirklich auf 10 kommt. Und ist immer ein bisschen blöd. Naja, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.